Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch passend zum Wetter draußen, da es sehr schön warm ist, einen Mini-Luftkühler hier vorstellen. Und zwar eignet er sich bestens fürs Büro und als Tischventilator. Und ich würde nur gerne hier etwas im Video näher vorstellen, was Vor- und Nachteile von dem sind. Und ich würde sagen, direkt nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Gute Arbeit. Willkommen zurück. Ich würde sagen, schauen wir uns als allererstes noch kurz den Lieferumfang an. Einmal haben wir, wie gesagt, hier unseren Mini-Luftkühler. Einmal hier natürlich eine Bedienungsanleitung. Die ist aber sehr, sehr schlecht übersetzt. Aber das Gerät selber von der Bedienung her ist trotzdem relativ einfach und schnell erlernt. Deswegen zeige ich euch das Ganze auch nochmal im Video. Aber es ist, wie gesagt, nicht sonderlich schwer. Ein weißes USB-C Ladekabel und so ein kleines Plastiktool. Wozu ihr dieses dann braucht, zeige ich euch auch gleich. Schauen wir uns als allererstes hier die Front an. Wir haben hier zwei Schalter und hier einen Ein- und Ausdrehschalter, sage ich mal an der Stelle. Ihr könnt hier die Geschwindigkeit dabei einstellen, und zwar stufenlos. Und zwar, das machen wir jetzt einfach mal. Ihr hört auch, das Gerät fährt jetzt hier an. Und ihr seht auch, auf der geringsten Stufe ist der Lüfter auf jeden Fall gut wahrnehmbar. Also es ist, man hört den Lüfter auf jeden Fall arbeiten. Und ich drehe das Ganze jetzt einfach mal komplett hoch, und damit ihr einfach mal von der höchsten Stufe den Geräuschpegel hört. Es kommt ja ordentlich Luft raus, jetzt nicht mega viel. Wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Lüfter drin, den zeige ich euch auch gleich, aber es reicht auf jeden Fall hier, wie gesagt, fürs Büro, für den Bürotisch oder auf die Nachtkommode kann man das auf jeden Fall hier nutzen. Jedoch müsst ihr halt, wie gesagt, bedenken hier, dass das Gerät nicht unbedingt leise ist, so wie es der Hersteller beschrieben hat. Ich finde es doch relativ laut, auch auf der kleinsten Stufe hier. Dann habt ihr hier die Möglichkeiten, Licht noch mit einzuschalten, dass ein bisschen dann ja etwas schicker aussieht auf jeden Fall. Und das könnt ihr aber auch eine Stufe dimmen, dann ist noch etwas weniger. Und zusätzlich zu dem Ganzen könnt ihr hier auch noch, Diffuse nutzen, indem ihr hier oben ist ein kleiner Tank, da könnt ihr 590 Milliliter Wasser reingeben und hier dann zuschalten. Dann kommt hier auch, wie gesagt, wie bei einem Diffuser hier, die Feuchtigkeitsnebel so hier raus, und ja, soll auf jeden Fall die Luft etwas angenehmer machen. Gerade im Sommer ist es natürlich auch ganz gut. Wobei ich hier sagen muss, dass hier durch diese Stärke jetzt, obwohl es schwach ist, aber die Stärke ist zu stark für diesen Nebel, der hier kaum herauskommt. Also man sieht ihn hier vorne kaum, und wenn ihr hier noch viel stärker einschaltet, verschwindet er irgendwo im Gerät und er kommt hier eigentlich vorne gar nicht so wirklich zur Geltung. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Jetzt schalte ich das hier einfach nochmal hier komplett aus. Was haben wir noch? Wir haben hier vorne so zwei Eisblocks. Die können wir hier dann einfach herausnehmen. Die sind hier mit dieser Sicherung hier gesichert. Die könnt ihr dann hier einfach so herausziehen, mit Wasser befüllen. Hier haben wir dann die Öffnung dafür. Und dafür braucht ihr auch diesen Clip, weil die sind wirklich hier sehr, sehr fest drin. Damit kriegt ihr das auf, oder auch mit euren Händen könnt ihr das auch aufbekommen. Ich habe mir auf jeden Fall schwer getan. Dann habe ich das Plastiktool, das mitgeliefert wurde, auch dafür benutzt. Dann haben wir noch einen Block hier drin. Das Ganze, wie gesagt, mit Wasser auffüllen und dann auch in Gefrierfach tun, um es einfach einzufrieren und danach es nutzen zu können, damit einfach die Luft etwas besser gekühlt wird.
So, dann halte ich das ein bisschen hoch, damit ihr es sehen könnt. Wir haben hier, ja, nennt sich jetzt hier Filter, was ich jetzt nicht sonderlich gut finde, da der Filter nicht komplett hier abschließt, finde ich schon auf jeden Fall sehr schade. Was wir noch haben, ihr habt hier jetzt hier hinten, könnt ihr diesen Lüfter sehen, der wird hier von einem 2000 mAh Akku betrieben. Das ist auf der anderen Seite ganz nett, ihr braucht also kein Kabel, könnt es überall hinstellen. Wie gesagt, nach Kommode auf dem Schreibtisch und so weiter. Oder ihr betreibt es dann direkt mit dem Ladekabel oder Stromnetzkabel hier. Könnt ihr das auf jeden Fall direkt auch ohne hier jetzt den Akku aufladen zu müssen auch nutzen. Der Lüfter hier, ja, erinnert mich an so ähnlichen PC-Lüfter. Natürlich etwas größer jetzt hier in dem Fall. Aber auch von der Lautstärke her finde ich ihn nicht wirklich sehr leise. Ja, ich zeige euch hier einfach mal jetzt hier diese Luft, die hier. Ich mache noch dazu hier das Licht an. Wir schalten mir das ein. Das geht leider hier immer wieder aus. Moment, ich versuche es ein bisschen anders einzustellen. Probieren wir es nochmal. Und ihr seht jetzt hier, wie der Nebel zwar herunterkommt von oben, aber durch den Lüfter direkt hier oben wieder verschwindet. Also es kaum hier raus schafft. Wenn dann minimal, aber sobald ihr hier natürlich aufdreht, ist da hier mit Lüftchen gar nichts mehr. Also ihr seht, es wird zwar herumgewirbelt, aber ob es auch wirklich hier vorne rauskommt, habe ich so meine Bedenken. Was halt schlecht ist, hier oben haben wir auch Elektronik, die offen ist. Ich zeige euch mal das gleich. Ich mache es jetzt hier nochmal aus. Aber hier haben wir Elektronik drin. Und wenn die ganze Luftfeuchtigkeit hier nach oben geht, ja, weiß nicht, ob das so unbedingt gesund für das Gerät ist. Das finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade und ja, bin mir nicht so richtig schlüssig, ob das, wie gesagt, eine sehr sichere Sache ist. Hier unten haben wir auf jeden Fall so einen Stoff. Der nimmt dann die Feuchtigkeit auf, und zwar die Feuchtigkeit dieser Kühlblocks, denn ihr müsst bedenken, wenn die dann aus dem Gefrierfach kommen und in die warme Zimmertemperatur, ihr sie dann nutzt und wie gesagt hier dann einlegt, fängt das Gerät, sage ich mal, an zu schwitzen. Also das Ganze, dadurch, dass es auftaut, wird das Ganze umherum hier um das Kunststoff hier innen nass feucht und das wird dann hier unten auf dem, ja, sag ich mal, Teppich hier auf jeden Fall eingesaugt. Und was ich auch noch bemerkt habe, ist, dass das ganze Gerät hier links herum auch nass wird, wie auch immer. Fragt mich nicht, wie das passieren kann. Ja, ich denke einfach, die Konstruktion oder ja, ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, wie das so passieren kann. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen negativ von meiner Seite aus zu sehen. Hier hinten habt ihr dann euren Ladeanschluss. Auch hier eine kleine LED-Leuchte, die euch zeigt, dass das Gerät aufgeladen wird. Und was ich schade noch finde, ist, dass hier unten die Füße keinen Gummi hier haben, damit das Ganze, also es liegt komplett hier auf dem Kunststoff auf. So ist es auf jeden Fall. Ja, viel zu rutschig, könnte auch Möbel zerkratzen. Deswegen wäre das ganz cool gewesen, wenn hier noch so Gumminoppen drauf wären oder auch Stoff, egal. Hauptsache, es schützt dann die Kommode, wenn ich das hin und her bewege. Was noch ganz cool wäre, hier bei so einer kleinen Mini, bei so einem kleinen Mini-Luftkühler, so ein kleiner Tragegriff wäre ganz nett gewesen. Da kann man das auf jeden Fall dadurch, dass es per Akku betrieben wird, auch überall hin und her tragen. Ja, nichtsdestotrotz, es tut, was es soll, aber wie gesagt, mit ein paar Abstrichen, wo ich mir nicht so schlüssig bin, ob das gut ist oder ja, eher so ein Konstruktionsfehler, den man ein bisschen überarbeiten könnte und vielleicht eine neue Version davon rausbringen kann, um das Gerät einfach etwas besser und sicherer zu machen. Hier auf der oberen Seite habt ihr dann, wie gesagt, ein 590 ml Wassertank, wo ihr, wie gesagt, Wasser auffüllen könnt. Ihr könnt natürlich auch noch etwas ja, Duftöl mit rein tun, wie man das so macht bei Diffusern, um einfach noch eine
angenehme Brise Duft herauszubekommen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ja, wenn ihr ein paar Sachen hier einfach beachtet, dann kann man das Gerät auf jeden Fall noch gut benutzen, sag ich mal. Ihr könnt, wie gesagt, nachdem ihr die Blocks zum Beispiel hier einlegt und das Gerät nicht mehr nutzt, holt sie wieder raus, tut sie auf ein Tuch drauf, damit die Umgebung nicht nass wird, oder legt sie auch wieder in den Gefrierfach, wie auch immer. Aber lasst es nicht unnötig hier stehen, wenn das Gerät zum Beispiel nicht läuft, weil, wie gesagt, dann taut das alles auf und es gibt dann eine kleine Sauerei und drunter wird auch alles nass. Wie gesagt, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ja, ein etwas langes Video für so ein kleines Gerät, ich weiß, aber ich wollte, wie gesagt, auch die Vor- und Nachteile hier aufzählen und euch auch zeigen, was meiner Meinung nach gut oder was schlecht ist. Wie gesagt, was mir gut gefällt, ist, dass wir hier das Ganze hier per Akku betrieben haben und auch überall hinstellen können. Ein Tragegriff wäre auf jeden Fall sehr praktisch gewesen. Ihr könnt das Ganze hier auch als Diffuser nutzen, indem ihr hier irgendwelche Düfte noch mit reingibt oben. Und wie gesagt, durch diese Wasserblocks bekommt ihr auf jeden Fall einen etwas kühleren Effekt dabei heraus. Und der negative Teil hier ist, wie gesagt, dass das Ganze, wenn es rumsteht, hier überall die Feuchtigkeit abgibt und das Gehäuse nass wird, hier unten am Boden genauso. Und wie gesagt, unten diese Elektronik, wo ein bisschen offen ist, mache ich mir Sorgen, ob es da mit der Zeit ja nicht irgendwie einen Defekt gibt oder einen Kurzschluss und das ganze Gerät dann im Eimer ist. Ja, wenn das Ganze hier, wie gesagt, nicht stört, dann kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich werde das Ganze verlinken. Probiert selber aus. Ihr seht auch von der Lautstärke her nicht unbedingt das leiseste. Aber wie gesagt, wenn ich im Büro damit arbeite, kann man das auf jeden Fall verkraften. Nebenbei Musik hören bei der Arbeit eventuell und dann hört man das ja kaum noch. Ja, an dieser Stelle danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert den Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.